Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf meinem YouTube-Kanal Up and Down MTB und heute geht es um das Thema Gearbags. Ich hatte das Glück, die neue Fox zu ergattern und die OGO 9800. In diesem Test hier vergleiche ich die beiden miteinander und ob sie was können oder ob sie auch vielleicht nichts können, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also unbedingt dranbleiben. Ja, liebe Zuschauer, lasst uns anfangen mit der OGO-Tasche, denn hier gibt es schon gleich am Anfang was richtig Cooles, und zwar gibt es eine Fußmatte. Das ist, finde ich, eine ganz willkommene Sache. Hier könnt ihr die auf den Boden legen, ihr könnt eure Schuhe wechseln, ohne mit den Füßen im Dreck zu stehen. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt an diese Tasche. Um euch jetzt den Eindruck zu geben, wie diese Tasche dann aussieht, wenn man sie gepackt hat, packe ich euch jetzt diese Tasche. Und ich habe mich jetzt wirklich auf die Sachen konzentriert, die wir eigentlich so brauchen. Und zwar geht es um Kniebogen, Ellenbogenschoner, eine lange Hose, eine kurze Hose, ein Jersey, den Nackenschutz, eine Regenjacke, ein Helm, Protektorweste, Umziehsachen, also das heißt T-Shirt etc., Strümpfe und natürlich Handschuhe und obendrauf noch einen Rucksack. Die Außentasche bietet nochmal zusätzlichen Platz für Schuhe oder vielleicht für Wasserflaschen, so wie in meinem Fall hier. Die OGO hat ein Fassungsvermögen von 123 Litern und ist die kleinere und kompaktere Tasche von beiden, was sie aber auf keinen Fall zum Verhängnis wird. Ganz im Gegenteil, denn sie passt einfach hervorragend in den Kofferraum rein und durch ihr ausgeklügeltes Taschensystem ist sie ein wahres Raumwunder. Ganz anders ist die Fox-Tasche, sie hat keine Seitenstabilisierung durch Halbschalen und fällt immer so ein bisschen in sich zusammen. Bei ihr ist es nicht möglich, einfach komplett aufzuklappen, sondern hier muss man mehrere Taschenelemente öffnen, um in das Innere der Tasche zu gelangen. Was ich nicht ganz so gut gelöst finde, ist bei der Fox-Tasche, dass dieses Kopfteil immer wieder in die Tasche praktisch reinfällt, weil die Stabilisierung fehlt und ja, es gibt auch keine Fußmatte. Nichtsdestotrotz packen wir jetzt diese Tasche mit den Sachen wie von der OGO. Und ihr seht auch hier muss man einfach mit diesen ganzen Seitentaschen arbeiten, die man auf und zu machen muss. Man hat leider nicht diesen tollen Überblick, einmal aufmachen, drauf gucken und man sieht alles, sondern muss halt so ein bisschen versteckt arbeiten. Was ganz klar zu sagen ist, die Fox-Tasche bietet mehr Raum. Leider hat der Hersteller das Litervolumen nicht angegeben, aber es passt definitiv alles rein und noch ein bisschen mehr. Auch die Außentasche dient für Schuhe oder Getränke. Ein Blick in den Kofferraum verrät, dass die Tasche wirklich definitiv größer ist und mehr Volumen einnimmt. Was ich sehr gut bei der OGO noch finde, ist, dass man den Oberteil praktisch nochmal verschnüren kann mit zwei Schnellverschlüssen. Das finde ich richtig genial. Und zudem gibt es zwei Reißverschlüsse. Ihr könnt euch praktisch die Reißverschlüsse so setzen, wie ihr wollt, damit ihr sie an jeder Position öffnen könnt. Und was richtig toll ist, finde ich wirklich total gut durchdacht, ist der Griff am Unterteil. Dieses Unterteil dient auch gleichzeitig zur Stabilisierung, wenn die Tasche steht. Hier könnt ihr wirklich gut reingreifen, wenn ihr die Tasche aus dem Kofferraum hoben möchtet. Auch zwei Griffe auf der Oberseite helfen euch, die Tasche sehr gut zu handeln und wirklich perfekt aus zum Beispiel dem Kofferraum oder dem Auto zu heben. Der Ausziehgriff ist tadellos, ist eine Handbreite breit und lässt sich perfekt aus- und einfahren. Die Fox arbeitet etwas anders, da habt ihr diese Laschen. Diese Laschen können in der Mitte mit einem Klettverschluss zusammengemacht werden. Die Laschen, ja, die baumeln halt irgendwie immer so ein bisschen rum, finde ich auch ein bisschen nervig. Dann gibt es allerdings aber einen guten Griff auf der unteren Seite zum Herausheben von der Tasche. Zwei Obergriffe, die auch sehr gut zu handeln sind und ein Obergriff, der allerdings schon in der ersten Testphase gerissen ist, weil einfach das Material schlecht verarbeitet war. Der Ausziehgriff funktioniert auch hier tadellos und ist etwas breiter als bei der anderen Tasche. Kommen wir zum Schutzverhalten
der uns zugewandten Innenseite der Tasche außen. Hier ist die Fox ausgestattet mit zwei Kunststoffschienen, die ja genügend Schutz bieten sollen, was meines Erachtens nach zu wenig ist. Spitze Gegenstände können hier ruckzuck und sehr schnell das Material beschädigen. Hier punktet der Konkurrent definitiv auch wieder, weil die OGO hat eine richtige Halbschale und Hartkunststoff auf der Innenseite. Was wirklich nervig war, liebe Zuschauer, ist, dass mir die Fox-Tasche ständig umgefallen ist. Die Fox-Tasche hat einfach zu viel Überhang und deswegen kippt sie immer nach vorne und fällt ständig um. Ganz anders bei der OGO. Sie hat einfach einen festen Stand, keinen Überhang von der Tasche und bleibt immer perfekt stehen. Kommen wir noch schnell zu den Farben. Die Fox-Tasche gibt es natürlich wieder in einem bekannten Schwarz und in einem Graublau, was allerdings, ja, das Ganze nicht schöner macht. Wer die Farbenvielfalt liebt, wird bei der OGO auf jeden Fall glücklich werden. Es gibt so tolle Farben bei dieser Tasche. Es gibt auch Sonderedition, allerdings sind die etwas teurer. Aber farbmäßig ist bei der OGO alles drin. Aber keine Angst, für jeden, der schwarz liebt, die RIG 9800 gibt es natürlich auch in schwarz. Liebe Zuschauer, jetzt kommt mein Endfazit und das fällt folgendermaßen aus. Jo, liebe Leute, das war mein Test zu den beiden Taschen. Rechts die OGO, links die Fox. Bei der Fox, sag ich euch ganz ehrlich, da hätten sie noch eine Schippe drauflegen können. Die OGO ist einfach perfekt. Es ist die perfekte Gearbox für alles, was ihr braucht vom MTB. Und deswegen sag ich euch ganz einfach, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ich gehe noch eine Runde biken. Macht's gut. Ciao. Angetan, weil sie einfach... Komm, Junge, streng dich an. Es ist nur noch das Outro. Gut. Hier natürlich beste ist für euch beiden. Beide sind in der beide sind in derselben Preisklasse. Himmel, Herrgott. Bei einer neuen Folge bei mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei meinen